Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Diese Woche Rock'n'Roll mit Wayne Morris, alles Neue von der Kids Show und einen klitzekleinen Ausblick in den Oktober. Viel Spaß! Wayne Morris auf AIDA Bella und AIDA Bella auf Pur-Reise. Eine wunderbare Kombination. Und da ging es sowas von ab, Sie werden es nicht glauben. Bitte schön. When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? It's what she said to me. Play guitar, guitar. Why Ida will be, will be. Hello everybody. My name is Wayne Morris and ich bin hier auf der AIDA Bella. Ja, ich bin nach der Schule angefangen zu spielen. Ich habe die Beatles gesehen im Fernsehen. Dann habe ich gedacht, boah, ich muss eine Gitarre. Ich habe meinen Vater gefragt, kann ich eine Gitarre haben? Und schwupps, Weihnachten, da sie war. Und dann habe ich gelernt und seitdem, es bin ein wunderschönes Leben für mich. Viele Sachen gemacht, in der Royal Albert Hall gespielt und in der Grüger Halle in Dortmund und Oberhausen Arena, wunderschön. Ich habe Tournees gemacht mit Status Quo. Und Status Quo haben ein paar von meinen Songs aufgenommen. Aber der Beste war It's Christmas Time, which is of the greatest hits von Status Quo. So, ja, bin ganz schön stolz drauf. Schöne Musik. Danke, Buddy. Ich spiele verschiedene Musik, wie immer. Alles vom Phantom der Oper zu AC/DC oder Elvis, zu Beatles oder Charles Aznavour. Und ja, yeah, komplett verschiedenen Songs, große Palette. Dada, we love you! Dieses Mal ich habe etwas Neues am Start. Ich habe die AIDA-Song im Gepäck mitgebracht. Und ich freue mich sehr, das auf dieser Reise zu spielen. Euch sehr genossen vielleicht und singen auch die AIDA-Songs zu euren Nachbarn. Für uns hier in Hamburg, wenn wir Shows entwickeln, ist der spannendste Moment, wenn das fertige Produkt dann aufs Schiff geht und wenn man dann sieht, wie es beim Publikum angenommen wird. Noch spannender ist es, wenn man eine Kids-Show entwickelt, weil man kann man sich gar nicht richtig vorstellen, wie es ist. Wir haben uns zwar was vorgestellt, aber wir haben jetzt zum ersten Mal auf der Blue und auf der Prima gesehen, wie unsere neue Kids-Show Boom funktioniert. Und das hat wirklich Spaß gemacht und uns sehr gefreut. Gucken Sie mal. AIDA Kids und Teen Show. Wir sind an Bord gekommen, um die Premiere hier an Bord zu bringen, die Gastgeber, Kids und Teens an Bord zu holen, dass die alles lernen. Ja, und außerdem kümmern wir uns natürlich, wir bringen relativ viel Sachen mit, also Requisiten, Kostüme, und haben wahnsinnig viel Equipment noch dabei. Das fügen wir hier alles zusammen, unterstützen wir und helfen wieder überall, wo wir können. Also das ist besonders, weil man den Rhythmus hier selber macht. Mit anderen Instrumenten mal Musik zu machen, anstatt immer nur mit Geige und weiß ich was mit allem. Wir spielen die Rohre, die langen Rohre. Dass wir das proben und so. Und dass wir das aufheben von allen Gästen, Leuten. Ja,
immer, wenn man so ein bisschen mehr abgibt und merkt, okay, das alles fruchtet, was man so vorbereitet hat und was man sich ausgedacht hat. Und plötzlich, es läuft. Es läuft einfach und das ist schön. 1, 2, 3! Und jetzt geht's los mit der Premiere. 1, 2, 3! Super viel Spaß gemacht. Also für die Teens lief es sehr gut und ich denke auch, dass die anderen Gruppen super gemacht haben und von daher war es eine klasse Show. Uns hat die Show Boom super gefallen. Absolut grandiose Premiere heute. Viel, viel Boom mit dabei und die Boomers waren einfach großartig auf der Bühne. Wir sind total happy und es hat alles mega viel Spaß gemacht und ich stehe noch unter Adrenalin. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Ja, jetzt gibt es natürlich noch Premierengeschenke für alle, die dabei waren und wir essen Kuchen. Deswegen kommt vielleicht mal mit und dann guckt euch das mal an, das bunte Treiben. Ich muss. Ich werde ja auch privat oft angesprochen, wie ist es denn so auf dem Kreuzfahrtschiff und was passiert denn da so und so. Ich sage ehrlich gesagt immer das Gleiche, was ich hier auch sage. Ich sage immer, gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst von Warnemünde nach Tallinn, der estnischen Hauptstadt. Es geht nach St. Petersburg und weiter nach Finnland. Helsinki wartet mit nordischer Geschichte und Moderne. Unser nächstes Ziel ist Stockholm in Schweden. Weiter geht es dann zur geschichtsträchtigen Hafenstadt Danzig. Noch ein Stopp in Kopenhagen, bevor es zurück nach Warnemünde geht. Wissen Sie eigentlich schon, was Sie im September machen? Ich habe da eine Riesenidee. Verbinden Sie doch einen wunderbaren Urlaub mit ein bisschen Oktoberfeststimmung. Das haben wir auf Perla und auf Prima. Wir haben die größten Oktoberfeststars für Sie eingeladen und unter anderem Micky Krause. Und der hat hier schon mal eine kleine Nachricht für Sie. Micky, fahr ab. Ja, hier ist Micky Krause und vom 23. September bis 30. September heißt es Oktoberfest auf AIDA. Ich bin auf der AIDA Prima und werde am 25. September die Bude rocken mit allen Hits der letzten 150 Jahre. Schatzi, schenk mir ein Foto, nur noch Schuhe an. Mich hat ein Engel geküsst, geh mal Bier holen und, und. Wir sehen uns auf AIDA Prima. Micky Krause. Und was darf beim Primetime Magazin auf gar keinen Fall fehlen? Genau, die Bilder der Woche. Hier sind sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss. Loves all of you, loves your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all. And you give me all of me. And you give me all of you. I give you all of me. And you give me all of you.